Das dritte Saisonwochenende des Porsche Carrera Cup Deutschland, Spielberg in Österreich. 4,3 Kilometer, Alpen, Achterbahn, extreme Belastungen für die Helden des Asphalts, ein Kampf am Limit. Das fünfte Rennen der Saison am Samstag. Der Start diszipliniert. Larry Tenforde verteidigt seine Position vor Dylan Pereira und Julien Andlauer. Dann wird es turbulent. Jean-Baptiste Zimmenauer kommt von der Strecke ab und wieder zurück. Der Einschlag für Zimmermann und Ertl nicht zu verhindern. Ich habe beim Einfahren in die Kurve das Auto schon verloren und versucht, es einfach nur gerade auf der Strecke zu halten. Aber ich hatte so starkes Übersteuern, dass es unmöglich war. In der Folge hatte Tenforde Probleme, die Konkurrenz hinter sich zu halten. Lechner-Pilot Andlauer kommt ganz nah dran und nimmt sich selbst die Siegchance. In Turn 4 habe ich den Fehler des Rennens gemacht. Ich war ganz nah hinter ihm und wusste nicht, dass ich so weit außen war. Dann habe ich nur ein bisschen den Kies berührt und bin rausgeflogen. Das war's. So feiert der Huber-Pilot Tenforde seinen vierten Saisonsieg und baut die Führung in der Gesamtwertung aus. Die Saison verläuft nahezu perfekt. Im zweiten Rennen gab es keine großen Zwischenfälle. Dreher wie der von Jackson Evans, die einzigen erwähnenswerten Aufreger. Vorne dominierten die Lechner-Piloten. Michael Ammermüller liegt lange an der Spitze. Doch ein kleiner Fehler kostet ihn den Sieg. Andlauer geht vorbei und siegt zum ersten Mal im Carrera Cup Deutschland. Ich wollte unbedingt Erster werden heute. Ich habe alles gegeben. Wahrscheinlich war es einfach nur die Entschlossenheit. Das Podium fest in Lechner-Hand und zum ersten Mal in dieser Saison ohne Larry Tenforde, der dennoch Gesamtführender bleibt. Am 5. Juli geht es weiter, dann am historischen Norrisring in Nürnberg.